Ich habe die zwei Katzen schon in die Beziehung mitgenommen. Also ich hatte die, bevor ich mit meinem jetzigen Partner zusammengekommen bin. Und als ich dann schwanger wurde, hatte ich wirklich Angst gehabt, dass das nicht funktioniert. Also das ist die Lou, mein Hündchen, und der Henry. Und Lou habe ich schon ein paar Jahre. Der Henry ist als Baby dazu gekommen. Und am Anfang war ich ein bisschen unsicher, weil die Lou, die jagt ja draußen eigentlich ihre Katze. Nemo haben wir im Internet gefunden. Dann sie hat gesagt, das ist blind, weil er eine Entzündung hat, eine Augenentzündung. Was ich super wertvoll finde, ist der Umgang mit Tieren und mit Lebewesen von ihr. Also ich merke, wie sie mit allen Tieren viel mehr Respekt hat. Also sie hat Freude an Käferli und an Sachen und an allen Tieren. Aber es war wirklich erstaunlich, als nämlich der kleine Henry dazugekommen ist, haben die sich eigentlich von Anfang an super verstanden. Der Kater war hin und weg von der Lou. Und hat dann auch sehr viel angefangen abzuschauen von der Lou. Wenn ich dann später irgendwann mal gesagt habe, sitz, dann ist der Henry auch angehockt und hat angefangen Pfötchen gegeben. Und ja, wenn ich draußen unterwegs bin, dann kommt der Henry oft auch mit. Also kommt dann mit spazieren. Und ja, ich glaube, er hat das Gefühl, er ist ein Hund. Ganz ehrlich. Wir bringen ihn immer in den Park mit der Leine, weil er blind ist. Das ist also ohne Leine ist lebensgefährlich. Kann ich mich vorstellen, ohne Nemo zu leben?